Hallo liebe Leute, willkommen beim Gameplay zu Titan Quest Ragnarok, den neuen Add-on zu Titan Quest. Ich werde das Spiel spielen und werde euch immer wieder Sachen zeigen, die natürlich auch zeigenswert sind. Ich werde das Farming rausschmeißen und vielleicht auch ja, so ein bisschen Sachen, die nicht so interessant sind. Ich habe dafür schon einen Charakter erstellt, der ist jetzt Level 11. Am Anfang ist ja nichts Neues und ich muss aber trotzdem einen neuen Charakter nehmen, weil ja, es ist recht schwer, einfach so in den fünften Akt zu gehen. Man kann so einen alten Charakter oder so etwas erstellen. So. Es hat sich ein paar Sachen verbessert, die Grafik hat sich verbessert und ja, mal manche Gameplay-Elemente ein bisschen, ja, ich habe verbessert, also mehr Items, mehr, jo, einen neuen Baum, der Runenbaum. Und, ja, vor allem höheres Level um 10 erhöht, glaube ich, oder um 5. Vor allem auf Level 85. Ich möchte natürlich auf Level 85 mit euch kommen. Und ich habe ein Beschwör sozusagen gemacht, weil ich denke, da müssen wir am wenigsten farmen. Also ich vor allem dann, oder? Ich kann euch am besten und am meisten zeigen. Und wir sind vor allem defensiv. Ich mag so ganz defensive Charakter nicht so. Aber so ziemlich, also die Wölfe, die können eigentlich recht viel weghauen, aber so, muss mal kurz ein bisschen die vor allem die Effekte runtersetzen, eventuell. Wir müssen nach links, genau. Zum Olivenhain. Das ist jetzt eigentlich das erste große. Wir hatten zwar schon ziemlich schlechten Boss namens Zyklop, aber das kann ich nicht so zeigen, also ich möchte ja auch etwas zu reden haben und so weiter. Also, dann haben wir schon mal Gegner. Ja, jetzt ist es wieder ein bisschen leise. Irgendwie ist der Regler einfach ein bisschen zu sensibel. Vielleicht sind es einfach die Wölfe gewesen, die sehr laut sind. Es gibt dann auch Gegner, die sind sehr laut, die sind noch nicht eingestellt worden. Das ist leider so. So. Ich hoffe, das ist gut so. Also ihr seht, die Wölfe können recht schnell töten. Ich muss eigentlich sehr wenig machen. Kann also gut mit euch etwas bereden während des Kämpfens. Weil ich habe mit dem Bogenschützen, also mit dem Schützen angefangen, Schützenbaum, Fähigkeitenbaum. Und da konnte ich eigentlich nicht so viel reden. Vor allem eben, die Gegner sind immer blitzschnell bei mir gewesen. Es gibt so schnelle Krabben im fünften Akt. Dann habe ich lieber gesagt, nee, lieber nicht. Ah, der Ding ist wieder aus gewesen. In dem Spiel ja, ist ein bisschen Kritikpunkt, wenn man jetzt zum Beispiel ins Optionmenü geht, dann wird dieses Item anzeigen ausgestellt. Das ist nicht so gut. Das hätte ich natürlich auch besser machen gemacht. Aber das ist immer noch von vom eigentlichen Titan Quest ohne Add-on. Das einfach die Leute natürlich ein Spiel gemacht haben, mega gutes Setting, viele Neuigkeiten im Gegensatz zu anderen Spielen und so Sachen, aber ja, ein bisschen grundlegende Sachen einfach so ein bisschen vergessen haben. Ist ja schon eigentlich gut, aber wenn man jetzt auch manchmal eben ein bisschen einstellen muss und so Sachen, dann wäre es schon besser, wenn man das beibehalten könnte. Vielleicht auch die gelben Item ausmachen könnte und so weiter, aber ja, gut. Ich habe das Spiel extrem gut erwartet damals. Ich war mega gehypt. Konnte es aber nicht auf meinem PC spielen, der war zu alt. Der war 3 Jahre alt, 2006, also 2003 habe ich ihn.
Und ja, muss immer bei meiner Schwester auf dem Laptop spielen, ohne Maus. Und das war echt Ding. Und deshalb habe ich da, wann habe ich ihn gekauft? 2011 erst habe ich den PC gekauft. Ich habe damals nicht so viel Geld gehabt und jetzt, heute übrigens auch nicht so viel. Finde ich auch wieder. Der hat mehr Geld verdient, aber ja. Es ist einfach so, dass ja, dann einfach alles nachholen konnte und ich war natürlich schon ein bisschen von Diablo 2 und allem, vor allem von Torchlight 2 sehr angetan und fand es dann nicht mehr so überzeugend. Man ist ja dann auch ein bisschen verwöhnter. Aber 2015 habe ich ja recht viel wieder gespielt, mit Mods auch gezeigt. Und fand dann einfach die Mods langsam so ein bisschen, ja, zu profihaft für den Multiplayer gedacht und so weiter. Nicht mehr so überzeugend, hat nicht mehr so viel Spaß gemacht, immer an jedem Game Gegner zu hängen, weil die zu stark sind oder keine Items zu finden. Ja, ich mach mal aggressiv. So. Gut. Und jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen gehypt auf dem zweiten Addon. Und ja, habe es mir direkt eigentlich gekauft am nächsten Tag, aber erst, ja, konnte nur am nächsten Tag dann es kaufen. So. Und eben der Anfang, ja, das Spiel zwingt euch so ein bisschen, ja, mit einem vorgefertigten Charakter anzufangen, weil das ist der fünfte Akt, das geht sehr lange, das haben sie eigentlich gut gemacht, vorgefertigten Charaktere, wo man einfach den Namen und so, die Kleidung, also die Unterkleidung eher einstellen kann, so und mehr nicht. Und dann einfach die Fähigkeitenpunkte hat. Und dann kann man sich ja verskillen oder einfach zu wenig defensiv oder zu wenig offensiv skillen. Und der Einstieg ist eigentlich nicht so gut. Deshalb, ja, muss ich leider hier in den vierten Akt laufen. Und zuerst dachte ich, ja, werde es einfach ein bisschen später dann zeigen, aber ich denke, es kennen nicht mehr so viele Spieler, die können gerne auch zuschauen, manchmal. Aber ich werde natürlich nicht so viele Parts machen, dass ich nie in Akt 5 ankomme, weil ja die Parts sehr begrenzt sind. Und erst nach dem Tag dann weitergehen, weil ich es einfach nicht hochladen kann und so weiter. Ja, also, wir haben den Olivenzweig für die Wahrsagerin. Die sagt uns dann wahrscheinlich, wo es hingeht, wo der Daykin ist. Schaden gegen Dämonen auf einem Stab ist auch recht nutzlos, habe ich so das Gefühl. So. Jetzt noch ein Level machen. Ich brauche ein Level. Es gibt noch so ein paar Dinge, die ich haben will. Ja, es wird dann ein bisschen mehr abgehen. Also die Gegner halten nur irgendwie zwei Bisse aus. Aber trotzdem sind sie noch langsam. Da möchte ich die noch ein bisschen beschleunigen, die Wölfe. Und die Gegner sollte ich verlangsamen. So ein bisschen verlangsamer Charakter. Ich habe hier kurz einen Punkt in Störwelle gemacht, um ja, einfach ein bisschen die Gegner zu verlangsamen, nicht schädigen. Aber das ist mir zu wenig. Ich brauche einen größeren Verlangsamungszauber. Aber da brauche ich viel mehr Punkte. Bestienrufers. Ich suche immer noch Bestienrufers. Ding. Weil die haben 10% Schaden plus 5% psychische Schaden. Einfach die normalen gelben können die haben. Zum Beispiel hier auch noch. Geschnitzter Stab. So. Intelligenz brauchen wir am meisten, aber auch Geschicklichkeit. Aber da haben wir jetzt so ein bisschen mehr. Mal 2 auf Intelligenz.
Und ja. So. Jetzt können wir dann bald noch einen Händler finden, der spezielle Sachen, also ist ein bisschen unnütz sozusagen, hat schon ein bisschen gute Sachen, aber dann später haben wir doch wieder Händler, die besser sind. In die Höhle im Norden gehe ich mal nicht. Da hat es auch, glaube ich, einen schweren Gegner ab und zu, der einem schon fast one-hitten kann. Also ihr seht sie, ich muss eigentlich fast gar nicht machen. Die Wölfe sind einfach OP, okay, sie sind auf Max-Level ohne Plus-Skills, aber trotzdem. Hätte ich da schon ein bisschen mehr erwartet zu machen, aber eben, das ist gut, dass ich einen Charakter habe, der eigentlich nicht so viel machen muss. Aber ein bisschen mehr hätte ich schon ein bisschen erwartet, klar. Tja. Ich mache noch ein bisschen lauter. Das einfach dann nur mal einstellen. So. Gut, haben wir auch ein bisschen lautere Musik. Ja, muss ich wieder anmachen. Nochmal einen Knochenhaufen. Ja, da unten halten wir es noch an. So. Was ich toll finde am Spiel, ist einfach die Abwechslungs. Vom Gegner und von den Zaubern und so, okay. Es wird schon sein, dass wir dann einen Zauber natürlich mit einsetzen müssen und so Sachen, aber ja, dass es halt verschiedene Skills gibt, Skillbäume und so Sachen, finde ich einfach toll. Nicht nur ein Charakter mit einem Skillbaum oder drei Skillbäumen, sondern freie Auswahl, was wir denn auch wollen. Und eben, dass manche Charaktere einfach für den Multiplayer sind und nicht für den Singleplayer oder nicht. Also sehr viele Items braucht. Ja, ein Krieger braucht ein gutes Schwert und ja, auch, muss auch aushalten. Das kann ich meistens nicht kompensieren während dem Spiel. Muss immer sehr viel farmen. In diesem Spiel ist es halt meistens so, dass man recht viel farmen muss. Ist halt nicht so gut gemacht natürlich, aber die Entwickler wollen natürlich auch die Spieler ein bisschen fordern. Und dann sind die Let's Player natürlich sehr im Nachteil. So, Energie brauchen wir nicht. Nochmal ein bisschen mehr Schaden. Gut, nochmal einen Heiltrank. Ich glaube, ich kann ein paar verkaufen, aber wir haben so viel Platz, also ja, nehmen wir doch mal Platz. Probleme haben. Oh, viel Intelligenz und Energieregeneration. Widerstand von Energieentzug. Toll. Oh, Durchschlagsschaden. Schon große Schwerter haben wir hier. Okay. Da haben wir wieder, aber ja. Komm, wir haben so viel Geld. Lieber einen besseren Ring. Gut. Weil der eben noch ein bisschen Energieregeneration hat. Aber es gibt nicht Stärke, also es ist limitiert auf 10 Schaden und 5 physische Schaden. Ich hätte der schon ein bisschen Stärke ist dann noch. Okay. Und Defensive hat es auch nicht. Sollte doch ein bisschen Defensive für die Pets haben. Es wird später, ja, vor allem mit der Energieregeneration vom Traumbaum, dann nicht mehr so möglich sein, dass die Gegner die Wölfe töten. Auch haben wir einen Tank. Und ja, und habt ihr bemerkt, dass es viel schneller geworden ist? Ich weiß es nicht, ob es vom Addon ist oder einfach vom Naturbaum. Okay, Naturbaum macht einfach ein bisschen schnellere Angriff und Bewegungsgeschwindigkeit und Zaubergeschwindigkeit vielleicht noch.
Aber ich merke, es ist einfach flüssiger. Mir hat damals, als ich den Titan Quest zum ersten Mal gespielt habe, ja, noch nicht so empfunden, aber später habe ich dann wirklich gedacht, ja, ich brauche doch schneller Builds, ich will schneller killen können. Und jetzt ist eigentlich sehr gut. Wie findet ihr es? So, wenn ihr es seht, also wenn ihr es jetzt noch nicht spielt, noch nicht habt oder einfach nicht wollt und nur zuschaut, wie findet es so? Es ist halt eben so ein bisschen veraltet natürlich. Aber ja, ich finde es toll, dass es weiterentwickelt wird. Dass auch ein bisschen die Grafik noch verbessert wird und so. Jetzt habe ich so ein bisschen ein paar Dinge. Ja, so ein bisschen Stopper irgendwie beim Laufen, wahrscheinlich wegen dem Unebenen. Okay. Ja, geht. So. Jo. Gut. Das macht ihr gut, Wölfe. Schaut euch, wie die schnell sind. Also, heftig, heftig. Da kommen wir schon ein bisschen schneller. Also, ich werde sicher den Runenbaum auch zeigen später. Aber zuerst möchte ich natürlich die Items holen. Ich hoffe, dass Volt geht, damit ich da ein bisschen lagern kann. Und ja, sonst bleiben wir bei dem Charakter. Ich finde jetzt eigentlich nur Nahkampfwaffen von den blauen Items. Ja, da bin ich jetzt nicht drunter. Das ist nämlich auch noch eine Höhle. So, jetzt sind wir, glaube ich, bald in Delphi, so wie es auch steht. Einfach das Hochland vor Delphi. Ich kenne die Städte noch nicht, also nicht mehr so. Ja gut, schon, aber ich wollte es nicht sagen, dass es Delphi ist, weil sonst heißt es irgendwie anders. So, die wollen natürlich überall noch hin. Wunderbar. Zorniger Stier, auch im Nahkampf. Eine Axt, glaube ich. Ja. Ja, gut. Hat stark, hat Lähmung sogar. Durchschlagswiderstand. Ja. Eine physische Axt, sozusagen. Die auch ein bisschen schützt. Hm. Ich kenne wirklich keine Beschwör-Items, also direkt für den Beschwörer. Ja gut, ich habe ja Legend of Chaos, nein, weiß jetzt nicht, wie der Mod hieß. Doch, Legend of Chaos, das ist ja das gespielt, da haben wir ganz viele Items, die ein bisschen schützen. Hier wahrscheinlich nicht so viel. Mal schauen. Und eben, wenn wir dann über Level 75 sind, ich glaube es war Level 75, dann haben wir neue Items, neue Unique-Sichel mal. Ja. Vielleicht dann mehr Glück. So, was haben wir hier? Okay, nur Gold. Mann, oh, diese Heldenmonster sollen einfach droppen. Die sind so selten. Okay, nicht mehr so selten, aber ich meine, die können Belohnungen schon ein bisschen mehr droppen, weil die Bosse können da schon viel mehr droppen. Das ist ein bisschen ja, okay. Weil manchmal sind einfach diese Sternegegner stärker als manche Bosse. Okay, vielleicht schneller tot, aber können mega hetzen. Okay, jetzt haben wir Delphi erreicht. Kurzen Ladelick gehabt, aber ja. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Tennis nicht so aus. Vielleicht einfach wegen der Aufnahme. Nein, ich habe eigentlich immer schon Probleme mit der Performance gehabt. Vielleicht auch wegen Windows 10. So.
Aber eben immer nur diese kleinen Mini-Laderuckler und mehr nicht. Keine Performance-Leistung. Es läuft auf 60 FPS. Und so, ja. Gut, dann können wir zum Orakel. Hä, wo ist jetzt dieser Questgeber? Hm? Sprich durch mich, O Muse. Ja, hier ist er. Ah, das ist mit dem Saturn. Gut. Da ist kein Questgeber mehr. Ich dachte, es wären mehr. Okay, ja. Es ist wirklich nur einer gewesen. Klingen, Schilde, Tränke, Beinschienen, Bögen, Helme aller Sorten. Ja, kann nicht viel tragen, ne? Die haben immer noch nicht schönere Farben, also ja, vor allem die jetzt ein bisschen bunter sind. Keine Ahnung, was ich für eine Farbe nehmen soll, also ihr dürft gerne ein bisschen ein paar Sachen wünschen. Suchender, wir danken dir für dein heiliges Opfer. Tritt ein und zeige dich dem großen Orakel. Ja, gerne. Orakel kann uns sicher weiterhelfen. Willkommen, Suchender. Du bist für eine Prophezeiung gekommen. Da Leonidas dich geschickt hat und du ein würdiger Bittsteller bist, werde ich Apollons Prophezeiung sprechen, sofern dies seinem Willen entspricht. Eine Prophezeiung sogar. Warte. Warte! Ich, das Orakel des großen Apollon. Na, jetzt redet sie irgendwie so ein bisschen. Die Alten erscheinen uns. Sie sind in einem Raum mit sehr guter Akustik. Ein böses Band in jedem Land. Zerstörung für jedes Haus. Was scheint gestaltlos, ohne Gesicht und formlos. Der Große kommt bald frei. Zu versklaven Gott und Helfer, Sorgen kommen herbei. Wer ist der Mann? Also ein bisschen lange. Die machte ja ein Gedichtchen. Haben wir jetzt nicht noch etwas zu... Ja, toll. Du Krieger bist nicht... Hopp. Was bekommen wir? Gib mir doch irgendwas. Habe ich das von der bekommen? Möge Apollon dich begleiten. Ich dachte, man kommt irgendwie Resistenz oder so etwas über. Es steht auch nicht. Ja, egal. Also, was wir noch tun können, ist eine Nebenquest zu machen. Die habe ich ja auch aufgehoben. Ich verkaufe an die Weißen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen kannst? Ja, wir haben immer noch so wenig Damage für die Pets. Ja, sind immer noch gleich geblieben. Also, ich muss wirklich sehr viel farmen. Sehr viel Runs machen. Aber ich denke, ich gehe zuerst mal zum Take-In und mache dort ein paar Boss-Runs oder so. Weil der redet nicht mit uns. Ja, der... Es ist eben so, dass recht wenig gedroppt wird von besonderen Items. Und die gelben sind einfach wenig interessant, die grünen sind so lala. Meistens einfach falsch, also das, was wir nicht gerade brauchen. Erleichtere deine Last. Jetzt habe ich hier ja schon ein paar Sachen. Hier habe ich auch ein paar Arachnus ja, in der Kiste gelassen. Haben wir noch keinen von denen? Ich glaube, ich tue da mal ein paar Sachen raus, die ich dann im Metall lassen muss, um zu wechseln, also ins Lager zu tun. So. Und ja, haben wir auch. Prima. Wunderbar. Jetzt muss ich nur schauen, wie das am besten geht. Ach komm. Legen wir auch hier hin. So. Und die zwei können... Ja, brauchen wir jetzt die überhaupt?
gerade nicht. Lang, oh Reisende. Helme aller Sorten. Also. Ja, ich will jetzt das Video auch nicht allzu lange machen. Das können wir dann. Ja, es ist eigentlich nur drei Skelette zu besiegen in Megara. Die so ein bisschen stärker sind. Was jetzt nicht so toll ist. Ich wollte es eigentlich in diesen Part noch reinhauen. Aber es ging doch ein bisschen länger, hier nach Delphi zu kommen. Das erinnert mich an einen alten Mythos, den man über die Ruinen erzählt. Die Quest habe ich erledigt mit dem Schatz, aber. Ja, okay. Was habe ich bekommen? Gute Ringe. Ich glaube, einer der Ringe mit dem Patch-Schaden habe ich bekommen. Laufen wir noch kurz ein bisschen höher. Also ein bisschen dorthin. Ich würde noch ein bisschen farmen. Und, ja. Wir werden wahrscheinlich dann von Daily losgehen im nächsten Part. Weil ich kann nämlich schon ein bisschen besser fahren. So, Gesundheitstrank. Je mehr ich eigentlich farmen kann, desto besser kann ich natürlich, oder mehr kann ich auch euch zeigen. Mit natürlich eher die Geschichte zeigen oder so Sachen. Auch ein paar unique zeigen oder wie man ihnen sagt, episch und legendär, glaube ich. Und ja. Nach der Story, wenn ich jetzt jemand habe, der auch Interesse hat oder so, können wir mal Multiplayer machen. Oder auch einen Mod dann im Multiplayer machen und so Sachen, dann kann ich das auch besser zeigen. Und hier ist dieses Skelett, das ich so hasse. Weil das macht so viel Damage, obwohl man ja ein bisschen Feuerresistenz hat. Die Wölfe gehen sogar down fast. Nein, bleib doch stecken! Oh Gottchen. Das ist ein guter Abschluss für den nächsten Part. Wir haben es geschafft. Da drin gesteckt. Der arme Charakter. Na gut. Also wir haben hier nichts. Die droppen nichts. Keine Ahnung wieso. Weil wir einfach zu niedrig sind vom Level her. Ja, ja. Bin einfach ein bisschen zu verwöhnt von den Mods manchmal. So. Gut, also, Dankeschön fürs Schauen des ersten Parts meines Gameplays. Eben, auch Wünsche dürft ihr gerne sagen, wenn ihr es wirklich jetzt sehen wollt. Ich werde natürlich eher farmen und nicht weitermachen. Also, wenn ihr jetzt wirklich etwas sehen wollt, dann kann ich es natürlich noch zeigen und ja. Werde so ein bisschen erzählen, was ich gefunden habe und wie der Charakter sich so tut. Wir können hier noch ein paar Skillpunkte reintun. Ich denke, Leben ist schon nett, aber werde ich jetzt noch ein bisschen vernachlässigen. Soll ich auch erst nehmen, wenn ich hier die Gesamtgeschwindigkeit runtersetzen kann vom Gegner. Also hier. Trance der Empathie mache ich jetzt ein, bis ich dank der Genesung habe. Also ich werde jetzt mehr skillen hier. Also höher skillen vor allem. Und ja, das Schaden. Ich kenne es nicht, ob der auch für die Pets geht. Ob das eine passive Fähigkeit, das geht wahrscheinlich nicht. Also wer das weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Und ich denke, ich mache sogar mehr hier. Es ist wichtiger, hier auch noch ein bisschen Attribute zu bekommen, weil wir sind jetzt genug stark eigentlich für die meisten Gegner. Also diese Brandskelett-Teil oder Sternengegner. Und ja. Mach da die Behalterung hin. Ja. Also. Eben, das ist das einzige Item, das blau ist, das ich ja nicht tragen konnte. Und ja, das war's mit dem ersten Part. Bis zum zweiten, wenn ihr Lust habt oder sonst
ja, schöne Zeit oder mit anderen Videos viel Spaß. Tschüss.